unserer Tour durch die Bretagne sind wir heute unterwegs in Richtung L'Envolant und wollen uns mal ein ganz typisches bretonisches Haus im Novasol-Programm ansehen. Der Besitzer dieses Hauses, Monsieur Guarin, hat sich die Zeit genommen, hier uns durch sein Haus zu führen. Und ich möchte ihm vielleicht einige Fragen stellen. Nach dem Eintreten macht das Haus gleich einen sehr gepflegten Eindruck. Und rechts befindet sich die Küche, die gleich dadurch auffällt, dass sie einen sehr, sehr kompetenten Eindruck macht für jemanden, der ernsthaft vorhat zu kochen. Ein Fünf-Flammen-Gasherd wartet, ein kleiner Essplatz und da stellt sich dann die Frage, mit wie vielen Leuten kann man denn hier sich in diesem Haus aufhalten? Es sind so ungefähr 10, sagt er. Man könne auch mit 12 Leuten hier übernachten. Es gibt 2 Badezimmer, die auch sehr sauber und gepflegt sind, was ja immer ganz wichtig ist. Und mehrere Schlafzimmer, die unterschiedlich eingerichtet sind. Von typisch bretonisch bis hin zu romantisch mit kleinen Accessoires. Hier ist ein weiteres Badezimmer, was uns präsentiert wird, auch wieder sehr gepflegt und sehr sauber. Mit einer Badewanne, wo man sich so richtig pflegen kann. Das Wohnzimmer ist großzügig, mit einem zentralen großen Esstisch und einem Kamin. Der ist manchmal in der Bretagne ganz wichtig, wenn man zum Beispiel im Herbst hier ist, dann freut man sich über den brennenden Scheit, der Wärme spendet. An das Wohnzimmer direkt angrenzend befindet sich ein großer, geräumiger Wintergarten, wieder mit ausreichend Platz für jede Menge Leute. Die kommen und natürlich ein großer, großer Garten, der Ihnen gehört, wenn Sie dieses Haus gemietet haben, auch wieder mit Aufenthaltsgelegenheiten. Ganz viele Blumen, Bäume drumherum und natürlich der Grillplatz. Monsieur Guarin, ça fait combien de temps que vous... Ich frage Monsieur Guarin, seit wie vielen Jahren er bereits mit Novasol zusammenarbeitet. Und er sagt 8 Jahre und er sei sehr zufrieden. Auch vom Service, von der umsichtigen Planung. Und sagt mir auch, dass in der nächsten Woche bereits neue Gäste kommen. Wir hatten jetzt Glück, dass wir dieses Haus leer sehen konnten. Ich frage ihn dann, aus welchen Ländern seine Gäste kommen. Und er sagt, einige bereits sogar aus Frankreich, aber ganz, ganz viele aus den skandinavischen Ländern, aus Deutschland, Holland und Belgien. Merci beaucoup. Ich bedanke mich dann bei Herrn Guérin und er entlässt uns dann aus dem Hause, nicht ohne Wünsche und Grüße aufzutragen an die Novasol-Mannschaft. Und dann fahren wir weiter.